mein Mentor hat mich damals gefragt, was kannst du sparen? Ich konnte nicht so wirklich viel sparen. Ich sagte, naja, so, ich wollte jetzt auch nicht peinlich sein. Ich habe gesagt, 500 Euro kriege ich hin. Da sagte er, super, Matthias. Wir starten in 2 Monaten. Wahre Geschichte, wir starten in 2 Monaten. Du hast also ein bisschen Vorlauf. Und dann startest du, dann richtest du deinen Sparvertrag ein mit 1.000 Euro im Monat. Ich sagte, hast du mich nicht ganz verstanden? Also 500 kriege ich hin. Sagt er, ja, deswegen hast du 2 Monate, um dich zu entwickeln. Wir starten in 2 Monaten, 1.000 Euro im Monat. Dein Sparinvestment, solltest du diesen Sparvertrag einmal unterbrechen, aussetzen, unterbrechen, ist unser Coaching beendet. Harte Ansage. Für mich ist es so wundervoll. Ich habe ganz, ganz viele Sparverträge. Ich habe diesen einen Sparvertrag mit diesen 1.000 Euro, habe ich heute noch. Ich habe ihn noch nicht einmal unterbrochen. Und das hat mein Leben verändert. Dann habe ich Florian die Geschichte erzählt und habe ihm gesagt, Florian, 1.000 Euro, okay. Sagt er, Matthias, ich habe hier irgendwie 500, 600 Euro Ausbildungsgehalt. Ich kriege noch 150 Euro von meinen Eltern, mein Kindergeld. Es wird schwer. Sage ich, alles gut. Deine 150 Euro Kindergeld, die investierst du. Und zwar so, dass ich das sehe. Und wenn du das einmal unterbrichst, unterbreche ich auch unser Coaching. Also ist es beendet. Dann habe ich gesagt, okay, kriege ich hin. Ich komme aus Hamburg. Weiß einer, was eine Wohnung in Hamburg kostet? So ein Ausbildungsgehalt ist, also ich kürze das ab, der ist in eine WG gezogen, der hat Wege gefunden. Florian ist heute, und da übertreibe ich überhaupt nicht, Florian ist heute wirklich finanziell sehr, sehr gut aufgestellt. Der hat 2 wundervolle Kinder, hat eine Traumfrau, hat eine ganz tolle Familie, ist karrieretechnisch ganz toll gewachsen, vermögenstechnisch, hat ein wundervolles Haus, baut gerade noch mal was dazu und so. Also richtig toll, und das innerhalb von 10 Jahren oder so. Man kann das schaffen. Und das ist der Appell, den ich euch mitgeben möchte. Sucht euch eure Gründe und sucht euch auch raus, warum ihr das macht. Und für mich ist das Wichtigste, dieses brennende Verlangen zu haben. Das brennende Verlangen, ich will dahin, ich muss das erreichen. Und nur wenn ich das erreiche, dann fühle ich mich wohl. Dabei geht es nicht darum, 100 Millionen zu haben. Dabei geht es nicht darum, jetzt irgendwie der Beste, der Tollste, der Größte zu sein. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es geht darum, dein Leben zu finden und dein Leben zu wirklich zu gestalten. Für mich zählt da viel mehr als Geld dazu. Ich hoffe, das ist bei dir auch so. Einmal, ich habe gesagt, ihr sollt arbeiten. Also, wir nehmen die Seite 10, die Seite 11 einmal auf und schreibt euch mal auf, ganz spontan, ohne groß drüber nachzudenken, 2, 3, 4 Minuten. Was ist der Grund, was verändert sich in deinem Leben? Wenn du monatlich regelmäßig Geld aufs Konto bekommst, nicht mehr groß dafür arbeiten musst, es automatisch passiert. Und wenn das ganze Leben sich dadurch verändert, dass du dich auf die anderen großen Dinge im Leben konzentrieren kannst. Was verändert sich? Warum musst du es machen? Schreibt's bitte einmal kurz auf, ein paar Minuten. Nehmt euch diese Zeit und holt euch euer brennendes Verlangen. Ganz spontan, gar nicht groß drüber nachdenken. Wenn ihr wollt, macht das ruhig zu Hause in Ruhe zu Ende. Aber schreibt's auf. Nehmt euch die Zeit. Was mich total freut, ist, dass ich ganz wenige Gesichter sehe, die nicht schreiben. Das heißt, es ist schön, weil ihr habt dieses brennende Verlangen dann schon in euch. Ihr wisst schon, was ihr wollt. Das ist toll, das ist super. Schreibt, schreibt, schreibt. Wundervoll. Kommt langsam zum Ende, schreibt ansonsten Stichpunkte. Kann einer Steno? Schreibt in Steno. Sehr gut. Einmal kurzes Zeichen in die Runde, wollen wir weitermachen? Ah, guck mal, wie schön, oder? Marco nickt. Marco weiß, was er will. Marco hat schon geschrieben. Sehr schön. Wie sieht es hier bei euch vor Ort aus? Ja, sehr gut. Ihr wisst auch, was ihr wollt. Das ist so schön, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die wirklich sagen, weißt du was?
Ich weiß, warum ich das tue. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, warum ich das mache, warum ich investiere. Ihr investiert alle Geld und Zeit. Da muss was bei rauskommen. Und da wird was bei rauskommen. Und das ist schön. Gut. Kommt zum Ende. Wir steigen ein. Lasst uns die nächsten Schritte machen. Ich gebe euch jetzt die Grundlage, mit der ihr im finanziellen Bereich, ich glaube, alles erreichen könnt. Alles, was ihr euch vorgenommen habt, ist möglich. Mit dem brennenden Verlangen und mit der Strategie, die ihr in diesen nächsten 3 Tagen kennenlernt. Diese Strategie, die Fußballstrategie von Bodo Schäfer, hat mein Leben verändert. Mein Leben hat es maßgeblich verändert und nicht nur das von mir, ich glaube auch das von vielen. Pablo sagte vorhin, ich will keine Zahlen nennen, ich kann ruhig sagen, es sind wirklich viele Hunderte von Kunden, die wir mit dieser Strategie tatsächlich zu ihrer finanziellen, persönlichen Freiheit geführt haben. Das heißt nicht, dass jeder von denen jetzt 10 Millionen hat. Aber es heißt, dass es denen finanziell sehr, 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 sehr gut geht. Und die ein wundervolles Leben finanziell gesprochen führen. Und darum geht es mir, dass wir das gemeinsam auf die Beine stellen. Wovon spreche ich? Ich spreche von einer Fußballstrategie. Ich glaube, die Fußballstrategie kennt hoffentlich schon jeder. Ich frage mal, kennt sie jeder? Einmal kurz Handzeichen, Fußballstrategie, für jeden ein Begriff? Also zumindest 80-90%. Für wen ist sie kein Begriff? Gar nicht. Wer hat gesagt, Fußballstrategie habe ich noch nie gehört? Christian König, 1 sehe ich, 2, ja, sind so 3. Okay, keine Sorge, Christian, ihr werdet das heute am Ende des Tages schon ganz toll einordnen können. Und ihr werdet vor allem es auch nutzen können und umsetzen können. Und für alle anderen, ihr werdet eine wundervolle Zusammenfassung und Wiederholung bekommen, dass ihr es im täglichen Leben umsetzt. Warum? Ich bleibe mal bei Christian, weil der hat sich gerade gemeldet. Warum ist es keine, oder warum arbeite ich mit der Fußballstrategie von Bodo Schäfer? Weil es eine Metapher ist. Ich mache den Job seit 1994 und seit 1994 höre ich immer wieder, wenn es um Geldanlage geht, gebt mir bitte mal eine Geldanlage, die soll also 12-13% Rendite bringen, ne? Also das ist schon so, also das muss sie machen. Sicher, ja, sicher, also sicher muss die auch sein. Also natürlich, ich will ja mein Geld nicht verlieren. 12-13%, aber mein Geld will ich nicht verlieren. Nee. Wenn ich das Geld brauche, also verfügbar, ja, das muss sie auch sein. Also am liebsten will ich sie morgen auch wieder auszahlen können. Kennt einer so eine Geldanlage? Okay. Wenn, bitte mir einmal schicken. Würde mich interessieren. Kennt einer Menschen, die diese Geldanlage gerne hätten? Ich glaube, da sind wir uns einig. 12%, super sicher und tagtäglich verfügbar. Funktioniert aber nicht. Und genau aus diesem Grund gibt es die Metapher der Fußballstrategie. Es ist beim Fußball ganz genauso. Es gibt nicht den Fußballspieler, der perfekt ist. Es gibt vielleicht einen super tollen Stürmer. Ich nehme mal jetzt Messi. Ich mag Messi sehr gerne, weil der schießt wirklich gute Tore. Der spielt einen echt guten Fußball. Was wäre Messi ohne seine Mannschaft? Ich glaube, wenn wir bei Messi keinen Torwart hinten reinstellen würden, dann würde selbst ein Messi die Spiele verlieren, weil er schafft es auch nicht alleine. Und exakt jetzt habt ihr die Methode, warum die Fußballstrategie als Metapher grandios ist. Jeder Spieler, jeder Fußballspieler hat eine Aufgabe. Der Messi soll vorne Tore schießen. Der soll dafür Unruhe sorgen und soll ganz viele Tore schießen. Es gibt einen Manuel Neuer, der soll zum Beispiel die Tore verhindern. Deswegen ist er nicht weniger wichtig und auch nicht weniger wert, sondern der ist genauso nötig, um das Spiel zu gewinnen. Und genau das machen wir bei den Investments auch. Es gibt Bereiche, damit will ich keine Rendite erzielen. Ich verhindere sogar bewusst die Rendite. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer auf. Und es gibt Spieler, mit denen will ich ganz viel Rendite gewinnen, mit den gewissen Risiken, die ich dabei eingehen muss.